Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner rechten Seite steht mal wieder der Henry. Hallo. Hallo lieber Henry. Henry hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch oben in den Infokarten. Und mit Henry habe ich eigentlich auch schon viele Videos hier auf meinem Kanal gemacht, bloß in den letzten 9 oder 10 Monaten nicht. Mhm. Wir haben verschiedenste Videos über Ernährung, übers Fasten gemacht. Gibt es ganz verschiedene Videos, könnt ihr auch hier auf meinem Kanal finden. Und obwohl Henry seit Dezember bei uns wohnt, unser Mitbewohner ist, haben wir es nicht ein einziges Mal geschafft, ein Video zu machen, Henry. Wie kommt das? Ja, keine Ahnung. Genau, dann sieht man sich jeden Tag und kommuniziert jeden Tag und dann fällt das Videomachen irgendwie weg. Früher, da hatten wir uns nicht so oft gesehen und dann haben wir immer, oh komm, wir machen ein Video, wenn wir uns sehen. Und dann, wenn man dann zusammen wohnt und sich so austauscht jeden Tag über verschiedene Themen, dann war das dann nicht mehr so wichtig. Jeder hat für sich Videos gemacht und dann... Heute gibt es wieder ein gemeinsames Video zu einem wichtigen Thema, warum wir uns nicht mehr Ruckhöstler nennen, warum wir keine Ruckhöstler mehr sind. Und wir haben ja auf unseren Kanälen die Ruckhost propagiert. Es gab verschiedenste Videos zum Thema Ruckhosternährung. Wir hatten ja auch schon vor 2 Jahren auf Sardinien verschiedene Teile zur Ruckhosternährung gemacht. Da gibt es verschiedene Videoteile. Und heute wollen wir euch erzählen, warum wir uns nicht mehr Ruckhöstler nennen, warum wir keine Ruckhöstler mehr sind. Henry. Der Hauptfaktor bei mir war der, ich habe die schleimfreie Heilkost früher schon praktiziert, mit der Rohkost selber. Und dann bin ich zwischendurch immer wieder, sagen wir mal, ich will nicht sagen zurückfallen, aber ich habe dann immer wieder die Phasen gehabt, wo ich Avocado gegessen habe, wo ich Durian gegessen habe oder verschiedene Salatdressings, die mit Nüssen zubereitet wurden. Und was da das Problem bei mir war, oder schon immer war und immer noch ist, beziehungsweise jetzt halt nicht mehr. Aber was halt immer das Problem war bei mir, dass ich durch Essen von Avocado und Nüssen und so weiter immer sehr stark zugenommen habe. Beziehungsweise es hat mir einfach nicht gut getan. Ich habe mich tagelang danach immer noch unwohl gefühlt. Und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder und immer wieder beobachtet. Und damals dachte ich halt immer, okay, das ist halt normal. Und einige haben auch gesagt, ja, wenn man dann länger fastet, dann... heilen sich die Organe wieder und das Fett kann besser verdaut werden. So, das habe ich dann auch alles ausgetestet in den letzten Jahren. Und es kam immer wieder bei mir dasselbe Ergebnis heraus, dass ich eben das nicht vertragen habe und immer wieder stark zugenommen habe auch. So, und da habe ich mich dann halt irgendwann mal gefragt, ich so, muss das immer wieder sein? Ja, muss ich mich danach dann immer wieder so, ja, so schlecht fühlen auch? Also mir ging es teilweise gesundheitlich wirklich nicht gut, ja. Hab Schleier vor den Augen gehabt, verstopfte Nase und Halsschmerzen und noch verschiedene andere Sachen, ja. Und auch meine Bewegungen, die fielen mir immer sehr schwer, so beim Sport, ich muss mich teilweise dann echt sehr stark motivieren, dass ich das dann halt überhaupt noch mache, ja, weil halt eben alles so steif war teilweise. Und da habe ich mich dann halt irgendwann gefragt, okay, Arnold Errett war mit eins der ersten Bücher, ich habe das öfters zwischendurch auch mit der Ruckhost praktiziert und ich habe mich sehr gut gefühlt damit und habe ich mir halt gesagt, okay, ich gehe jetzt halt den Weg komplett mit der schleimfreien Heilkost. Ess aber zwischendurch immer wieder mal ab und zu gedämpftes Gemüse oder gekochtes Gemüse oder halt auch jetzt gerade im Winter dann mal vielleicht sogar auch gebackenes Gemüse, ja, und mit einem Salat zusammen. Und das Ergebnis dabei war, dass ich mich nicht schlecht fühle danach. So, da merke ich vielleicht am nächsten Tag mal ein bisschen was, aber das geht dann im Laufe des Tages wieder weg und vor allen Dingen aber ich nehme nicht zu. Das ist das Gute. Ich bin jetzt bei 100... Ich glaube, wir hatten gerechnet 114, 115 Tagen schleimfreie Heilkost und in der Zeit habe ich jetzt über 8 Kilo abgenommen und ich merke halt einfach, dass ich mich fit und gesund fühle. Meine sportlichen Leistungen kann ich andauernd steigern. Ich habe mich in so vielen, jetzt ich mache ja das Laufen speziell und ich habe da sehr viele Zeiten dieses Jahr extrem verbessert. Bloß mal für diejenigen, die laufen gehen, damit die so einen Richtpunkt haben. Über 10 Kilometer 37,02, über 5 Kilometer laufe ich eine 17,21 und einen Halbmarathon habe ich dieses Jahr in einer Stunde 22 gelaufen und dann weiß man schon mal ungefähr, was das für Leistungen sind, ja, und das möchte ich halt auch noch weiter ausbauen und mit der Ernährung ist das eben möglich. Ja, das ist so ein Hauptgrund für mich gewesen und ein Hauptgrund auch noch, den ich halt sehe auch ist, dass so, ich möchte nicht mehr an Schubladen denken, ja, also die Rohkost ist nach wie vor eine sehr, sehr gute Ernährung. Aber ich finde es halt trotzdem ganz gut, für diejenigen, die kein Fett vertragen, ist das eben eine Möglichkeit, eine langfristig gute und gesunde Ernährung durchzuführen. Und vor allen Dingen, was dabei auch gut ist, man kann sich regional ernähren und braucht nicht unbedingt eine Avocado, ja, aus Südamerika oder Afrika.
wo man so und so ein bisschen die Ökobilanz hinterfragen sollte. Drei Buchtipps von mir zum Thema schleimfreie, schleimarme Heilkost. Da seht ihr das Buch, die schleimfreie Heilkost von Professor Arnold Ehre. Dieses Buch habe ich mir vor vielen Jahren gekauft. Mittlerweile gibt es dieses Buch auch als kostenlose PDF. Ihr findet den Link unten in der Infobox. Da könnt ihr euch dieses Buch kostenlos herunterladen. Dann noch zwei Buchtipps von mir, Gesunde Menschen, Band 1 und Band 2. In diesen beiden Büchern befinden sich alle Schriften von Arnold Ehret. Ihr findet diese beiden Bücher, die Links dazu, unten in der Infobox. Auf meiner Webseite findet ihr auch zwei Listen zur schleimfreien, zur schleimarmen Heilkost. Einmal die Liste der schleimfreien, der schleimarmen Lebensmittel und einmal die Liste der schleimbildenden, der säurebildenden und der eiterbildenden Lebensmittel. Diese beiden Listen findet ihr auch unten in der Infobox. Du magst ja auch sehr das Regionale. Mein Fokus liegt schon auf regionale, saisonale Kost. Ich bekomme ja seit über 14 Jahren eine Bio-Kiste von einem regionalen Bauern. Es ist immer schön zu sehen, was dann auch Saison hat, obwohl er auch immer ein bisschen was aus dem Großhandel mitbestellt und man sich noch so andere Lebensmittel aus Europa zum Beispiel dazu bestellen kann oder auch Bananen, wenn man das mag. Aber mein Fokus liegt schon auf regional, saisonal, aber ich schätze auch einige Obst- und Gemüsesorten eben aus Europa, aus Italien, Frankreich, Spanien. Also das ist für mich dann auch noch in Ordnung und die exotischen Sachen dann eher seltener. Und bei mir ist es so ähnlich wie bei Henry mit der schleimfreien Heilkost, was er schon geäußert hat. Ich ernähre mich jetzt seit 6,5 Jahren rohköstlich, beziehungsweise mit einem sehr, sehr hohen Rohkostanteil. Man verwendet ja auch in der Gourmet-Rohkost einige Zutaten, wie zum Beispiel manchmal Hefeflocken oder Gewürze oder ganz oder andere Zutaten in ganz geringen Mengen, die auch keine Rohkostqualität haben. Und ich habe auch immer mal wieder erwähnt, dass ich auch im Winter in den letzten Jahren ab und zu auch mal 2-3 Löffel Quinoa oder gekochte Hirse von meinen Jungs gegessen habe oder gedämpftes Gemüse, was übrig geblieben ist, weil ich es einfach nicht wegschmeißen wollte. Aber mein Rohkostanteil war schon immer sehr, sehr, sehr hoch. Und seit 1. Juli praktiziere ich die schleimfreie Heilkost. Und es war interessant, wir sind unabhängig davon dazu gekommen. Also ich habe Anfang Juli ein paar Tage gefastet und habe dann überlegt, so jetzt nach dem Fasten, da kann man noch mal auf den Körper auf Null setzen und kann dann nochmal ein neues Experiment starten. Dann ist der Körper nochmal ein bisschen gereinigt. Und Arnold Ehret, durch dich bin ich ja wieder mehr auf Arnold Ehret gekommen. Habe auch in den letzten Jahren seine Schriften gelesen, habe mich immer sehr, sehr fasziniert. Und ich hatte auch mir immer vorgenommen, ich möchte das mal länger praktizieren als 3,5 Wochen. Vor 2 Jahren auf Sardinien haben wir Henry besucht. Dann habe ich mich auch mal 3,5 Wochen schleimfrei ernährt. Und es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, sehr, sehr interessantes Körpergefühl. Und dann hatte ich mir überlegt, nach dem Fasten steige ich einfach mal in die schleimfreie, in die schleimarme Heilkost ein und mache das so lang, wie es möglich ist. Und dann bin ich ja mit meinen Jungs nach Sizilien gereist. Da warst du dann schon mit unserem guten Freund, dem Malte. Genau, und ihr hattet euch das zeitgleich entschieden. Ne? Und als wir dann in Sizilien waren und uns unterhalten haben, auf einmal, ja, wir machen auch schleimfreie Heilkost. Das war ganz witzig. Und dann haben wir das da mit Freuden in Sizilien genossen, die Früchte. Und dann kam irgendwann auch die Frage auf, ja, wenn ihr irgendwann merkt, das reicht euch nicht mehr, die Früchte, die Gemüsefrüchte, würdet ihr dann eher wieder fett essen oder würdet ihr dann eher gedämpft essen? Weil schleimfreie Heilkost heißt nicht Rohkost. Also schleimfreie Heilkost beinhaltet auch ganz viel Rohkost, aber eben auch, wie Henry schon erwähnt hat, gedämpftes, gebackenes, gekochtes Gemüse. Und wir hatten uns ja auch auf Sizilien mit 2 Rohkostfreunden getroffen, ne? Die waren da und da hatten wir eben diese Frage gestellt und die beiden haben gesagt, ja, sie würden dann eher fett essen, so wie Avocado oder mal ein paar Nüsse. Und Malte, Henry und ich, wir hatten dann überlegt, oh, wir würden das dann mal wirklich mit der gekochten Kost probieren, mit der gedämpften, gedünsteten und gekochten Kost, mit dem Gemüse. Und wie Henry schon erwähnt hat, da kann man im Winter wirklich auch viel regional essen. Man kann sich Kürbis dämpfen, man kann Wurzelgemüse, Pastinaken, Wurzelpetersilie, Möhren dämpfen zum Beispiel. Man könnte sich auch Kohl dämpfen. Also Lauch könnte man sich dämpfen, Zwiebeln, also es gibt da so verschiedene Möglichkeiten, wie man sich dann auch schleimfrei ernähren kann. Und ja, es ist einfach mal eine interessante Erfahrung, so lange fettfrei zu bleiben und vor allem auch sportlich aktiv zu sein und man merkt, es funktioniert. Du hast ja gesagt, du hast 8 Kilo abgenommen, ich habe vielleicht 2-3 Kilo abgenommen und praktiziere das ja jetzt auch schon fast 4 Monate, aber das fällt gar nicht so auf, weil hast du irgendwas an deinen Muskeln gemerkt? Ja, man merkt halt, dass man definierter wird. Ne? Also das merke ich jetzt immer noch. Also ich merke, es ist halt noch etwas dran, aber das geht jetzt mit der Zeit auch weg. Also man wird halt immer definierter, die Bauchmuskeln kommen raus und das ist halt so ein schöner Nebeneffekt davon. Ja, und ich meine, jetzt sind das knapp über 3, 4, fast 4 Monate. Ja, was will man mehr in der Zeit, so ein Ergebnis zu erzielen oder also solche Ergebnisse zu erzielen?
Mir fällt es auch auf, ist es auch schon mit der einfachen Rohkost aufgefallen, dass der Körper definierter wird? Also ich meine damit wirklich jetzt die ganz einfache Rohkost, dass man nicht stark mischt, dass man halt viel wasserhaltige Rohkost vor allem isst. Also damit meine ich jetzt nicht die Gourmet-Rohkost. Das ist mal so ein schön für zwischendurch oder wenn man mit Leuten zusammen isst, kann das mal wirklich auch ein Hochgenuss sein. Aber für die alltägliche Ernährung empfehle ich immer wirklich so einfach wie möglich, so wasserhaltig wie möglich und auch so wenig wie möglich. Also sich nicht vollstopfen, voll essen. Wer hat auch schon ein Video gemacht zum emotionalen Essen? Das kann ich auch oben in den Infokarten verlinken. Viele Menschen essen noch aus emotionalen Gründen, weil sie allein sind, weil sie traurig sind, weil sie wütend sind, weil sie Frust haben, um sich zu erden, um sich zu betäuben. Also die Menschen essen aus unterschiedlichsten Gründen, natürlich auch aus Genuss und auch ist Essen ja auch eine soziale Komponente mit Familie, mit Freunden. Das genießen wir ja auch. Also ich liebe es mit engen Freunden zusammen zu essen. Also das genieße ich auch und dann für wirklich auch hochwertige Kost. Aber was für uns auch wichtig ist, oder für mich jetzt persönlich, aber ich schätze mal, dass für dich auch so ist, dass wir nicht zu dogmatisch zu sagen, oh, wir essen nur Rohkost, es muss nur Rohkost sein. Also wir experimentieren ja auch gern. Und es ist für mich jetzt einfach ein interessantes Experiment, einfach mal die schleimfreie Heilkost durchzuziehen, den Weg über einen längeren Zeitraum zu gehen und dann eher gedämpftes und gebackenes und gedünstetes Gemüse einzubeziehen. Für mich oder für uns ist es auch ein wichtiger Schritt, indem wir merken, wir sind gar nicht zu dogmatisch, indem wir 100% Rohkost essen müssen. Ich würde mal sagen, weil Rohkosternährung ist ja schon ein sehr hohes Level, ne? Dass man wieder ein Stück zurückgehen kann und sagen, ich probiere das auch nochmal jetzt mit gedämpftem, mit erhitztem Gemüse. Obwohl ich schon merke, wenn ich zum Beispiel gebackenen Kürbis esse oder gebackene Süßkartoffeln, jetzt im Sommer gab es ja auch Süßkartoffeln aus der Region, dann merke ich, das ist schon eine Schwere. Ja? Man fühlt sich am nächsten Tag nicht so leicht. Zum Beispiel habe ich das jetzt bei Blumenkohl, Brokkoli und bei Zucchini überhaupt nicht gemerkt. Wenn man dieses gedämpfte Gemüse isst, mit vor allem mit ganz viel Salat, wir essen ja auch viel Salat dazu, viel Grün oder auch ich esse auch gerne grüne Sprossen dazu, dann wird es sehr, sehr gut verdaut. Also immer schön mit Grün, mit wasserhaltigen Salat essen, mit wasserhaltigen Lebensmitteln. Es war auch so eine interessante Erfahrung, dass ich sage, also jeden Tag Kürbis oder ganz so oft Kürbis möchte ich auch nicht essen. Vielleicht einmal die Woche oder mit Freunden zusammen, dass man einfach eine große Menge zubereitet und das dann zusammen genießt. Aber ich würde schon sagen, dass Rohkost für mich am besten ist. Mhm. Also merke ich jetzt auch, wir sind hier gerade noch auf Sardinien, dass ich diese regionale frische Kost einfach bevorzuge. So ihr Lieben, um das mal zu verdeutlichen, dass ja in jedem Lebensmittel etwas Fett enthalten ist, haben wir uns gedacht, dass wir das mal bei chronometer.com eingeben. Das könnt ihr später auch selber machen. Ich habe jetzt mal hier einfach ein paar Lebensmittel eingegeben, die Silke sehr oft isst und die ich sehr oft esse bzw. trinke. Weil vieles, was davon in der Liste ist, trinken wir auch größtenteils. Gerade die Gurke ist in dem Saft sehr oft mit dabei und dann eben halt auch der Sellerie oder Grünkohl. Für mich ist Grünkohl sehr oft dabei, weil das ein sehr, sehr gutes Lebensmittel ist. Und ja, wir haben uns einfach mal ein paar Lebensmittel eingegeben. Das soll jetzt nicht irgendwie ein Tag sein, sondern das sind einfach mal die verschiedenen Lebensmittel, die halt regelmäßig konsumiert werden. Und also bitte jetzt keinen Wert legen auf Kalorien oder sonst was. Wir wollen einfach schon mal der Frage auf den Grund gehen, weil wir ja keine extra Fettquellen essen in Form von Avocado oder Ölen oder Kokosnuss oder Durian oder Nüssen, wollten wir einfach auch mal aufzeigen, dass in diesen anderen Lebensmitteln, also in dem normalen Obst und Gemüse und Salat, genügend drin ist. Speziell, was ja immer wichtig ist und was immer angesprochen wird, sind die Omega-3-Fettsäuren. Und das Verhältnis zu Omega-3 zu Omega-6 ist in dem Fall perfekt, wenn man das hier mal sieht. So, und dann kann man mal auch sehen, wo das denn so drin steckt. So, es ist im Grünkohl drin, in den Zucchinis, in den Alfalfa-Sprossen. Ihr könnt das hier auch sehen, ne? Ich brauche das jetzt, glaube ich, nicht weiter zu erwähnen. Aber dass man mal sieht, es ist einfach überall drin. So, und da kann man dann auch, gebt das einfach selber ein, ja? Ich meine, wir können ja mal viel erzählen, aber gebt das einfach selber ein. Und dann seht ihr auch, welche Lebensmittel, ja, Fettsäuren enthalten. Und es enthalten alle Lebensmittel Fett, ja? So, vielleicht in geringeren Mengen als jetzt zum Beispiel eine Avocado, aber sie enthalten Fett, ja? Und wenn man dann mal schaut, wenn man sich so die anderen Sachen anschaut, ja, ist alles enthalten. So, und das Schöne ist ja bei Chronometer, ihr könnt dann auch nachschauen, welche Lebensmittel wie was enthalten, ja. Ich meine,
Ich persönlich lege keinen Wert mehr auf sowas, weil für mich ist es wichtig, welche Lebensmittel meinen Körper am besten funktionieren lassen. Und das ist für mich Obst, Gemüse und Salate. Eben die schleimfreie Heilkost auch. Ja. Ja. Aber hier könnt ihr dann eben auch nochmal schauen, wie, was, wo drin ist, welche Verteilung. Und das ist dann, glaube ich, super zu sehen. Ja, wir haben jetzt Chlorella hier noch mit reingenommen, deswegen sieht man hier auch den Vitamin B12-Wert, 0,3 Chlorella. Ihr seht selbst, es ist alles vorhanden, was man braucht. Da sieht man mal wieder, dass die Natur perfekt ist, ja. Ich wollte euch noch mal einen kleinen Einblick in meine Küche, in mein Sprossen- und Grünkrautregal geben. Also diese grünen Lebensmittel oder diese frischen Lebensmittel esse ich gern während der schleimfreien Heilkost, beziehungsweise habe ich jetzt auch in den vergangenen Monaten zu etwas gedämpftem oder gebackenem Gemüse gegessen. Hier haben wir Mangoldsprossen, die haben auch ein paar grüne Plättchen ausgebildet. Das ist zum Beispiel Porree-Grün. Und das ist Koriandergrün, auch ein sehr schönes, frisches, wohlschmeckendes Grün. Weiter oben im Regal steht noch mehr Grünkraut, das ist Erbsengrün, das habe ich zum Teil schon abgeerntet, also weiter hinten ist es schon abgeerntet, das wächst nochmal nach. Hier ist Sonnenblumenkerngrün und das ist eine ganz besondere Grasart, das ist Raygras, das hat der Bruno Weißbrot empfohlen, das ist ein Grasexperte, obwohl er dieses Gras er einfach draußen in der Natur zieht. Also in Anzuchtschalen hat das, glaube ich, noch nicht probiert. Ich teste jetzt einfach dieses Raygras bei mir in der Küche zu ziehen. Das soll man in einem jungen Zustand auch einfach so essen können. Also dann sind die Gräser noch weich und können zerkaut werden. Wenn sie größer wachsen, dann am besten entsaften oder mixen mit einem grünen Smoothie oder anderen Rezepten. Weiter oben ist noch Erbsengrün und Gerste. Hier gibt es noch mehr frische Lebensmittel. Diese Erbsen habe ich schon über Nacht einweichen lassen und jetzt lasse ich sie 2, 3 Tage ankeimen und dann ziehe ich mir daraus das schmackhafte Erbsengrünkraut. Das sind Basilikumsprossen, schöne grüne Sprossen. Hier habe ich Rettichsprossen, die habe ich auch über Nacht einweichen lassen und daraus ziehe ich mir auch schön scharfes Grünkraut, hier lasse ich gerade noch Alfalfasprossen einweichen, die lasse ich dann ca. 7-8 Tage ankeimen, habe dann auch saftige, frische Sprossen. Und hier im Sprossenturm habe ich 2 verschiedene Sprossen, das sind Rotkleesamen, die habe ich jetzt auch über Nacht einweichen lassen und daraus ziehe ich Rotkleesprossen. Und dann gibt es noch 3 Ebenen mit Brokkolisamen, daraus ziehe ich mir schöne, frische, grüne Brokkolisprossen. Wenn ihr auch gesundes Grünkraut, gesunde grüne Sprossen in eure Küche ziehen möchtet und noch viel mehr über andere gesunde grüne Lebensmittel, auch Wildkräuter, wissen möchtet, dann empfehle ich euch mein E-Book Gesund Grün Essen. Ihr findet den Link dazu unten in der Infobox. Insgesamt eine sehr interessante Erfahrung. Wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Es wird regelmäßig Updates geben, hier auf meinem Kanal, aber auch auf Henrys Kanal. Ja, ich würde gerne noch sagen, dass es im Prinzip auch, selbst wenn man das Gedämpfte isst oder vielleicht auch das Gebackene dazu, kombiniert es immer mit einem Salat und es werden trotzdem noch Blockaden, die im Körper drin sind, entfernt. Ja? Wenn man jetzt mal zu viel Fett isst, dann passiert das nicht. Dann wird, sag ich mal, durch die Avocado zum Beispiel, der Darm wird wieder mit neuen Schleim überzogen. Es können die Nährstoffe schlechter verwertet werden und der Körper kann sich schlechter reinigen und deswegen funktionieren wir dann auch schlechter. Ist leider so, ja. Und was ich noch hinzufügen möchte, wir zeigen einen Weg auf. Es gibt auch viele Menschen, die mit 100% Rohkost richtig zufrieden und glücklich sind. Das ist nur eine Variante. Das ist ja auch Vielfalt, ne? Wir berichten einfach nur von unseren Erfahrungen. Ihr könnt euch euren Teil, der gerade für euch passt, den ihr integrieren könnt, einfach herausziehen. Das war's von uns. Alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Ciao.